Ein herzliches Willkommen hier aus Troppis Holzhütte. Ja, meine lieben Freunde, mich hat ein Brief erreicht. ein Brief von Steffen aus Görlitz von Holzwurm Papa Bär. Er hatte mir eine kleine Aufgabe gegeben. Er hat mir so eine Anreißnadel geschickt und hat gefragt, ob ich mich hier hinten den Winkel abschneiden kann und dann einen Griff hinten ranbauen kann. Schaut mal, das ist jetzt daraus geworden, aus dieser Anreißnadel. Hier habe ich so ein bisschen noch eine kleine Antiefung gemacht, damit man denn auch besser anzeichnen kann. Aber ihr habt ja sicherlich auch gesehen, dass ich hier mir als erstes so eine Vorrichtung gebaut. Diese Vorrichtung braucht man, um hier diesen Zwischenraum beim Drechseln, um den Durchmesser dann zu ermitteln. Man kann ja mit einem Messschieber dann den Durchmesser dann abtasten. Das ist so ein, ich bin mir jetzt nicht genau sicher, schaut mal hier, so heißt dann diese Vorrichtung genau. Ich bin ja auch nicht allwissend, ich weiß ja noch auch nicht alles. Ne? Also wie gesagt, hier kann man dann diesen, also jetzt zum Beispiel 2 cm, dann kann man das hier einstellen. Genau, dann kann man das einstellen und dann kann man mit einem Abstecher, kann man dann, aber das zeige ich euch dann später noch, dann kann man mit dem Abstecher dann eine Kerbe reindrechseln und dann hier weiß man dann genau, hat man dann genau den Durchmesser. Ja, und dieses kleine Projekt habe ich natürlich zum Anlass genommen, dass ich mir hier so eine kleine Vorrichtung noch baue. Und wenn ihr wissen möchtet, wie ich das gebaut habe, dann bleibt dran. Wir sehen uns zum Schluss des oder zum Ende des Videos wieder.
meine lieben Freunde, ihr habt ja gesehen, dass ich diese Vorrichtung, diese kleine Vorrichtung hier, das ist wirklich sehr, sehr nützlich. Es ist klar, ich habe jetzt hier aus dem Baumarkt Aluminium 1,5 mm genommen. Das ist ein bisschen dünn, aber im Großen und Ganzen, das ist stabil genug, damit man wirklich auch genau den Durchmesser dann ermitteln kann. Ich muss mal sehen, ob das jetzt wirklich ausreicht von der Stabilität her. Und wenn nicht, dann mache ich das nochmal aus Edelstahl oder so. Das ist nur 1,5 mm. Vielleicht ist das ein bisschen zu dünn, aber ich muss mal sehen, wie sich das jetzt im Alltag dann bewährt. Und dann werde ich sehen. Ich schau mal. Ja, Steffen, schau mal. Jetzt hier hast du deinen Anreißer. Den kann ich jetzt wieder zu dir zurückschicken. Ich hoffe doch, dass dir dieser Anreißer hier etwas gefällt. Ja, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und freue mich auf ein weiteres Video mit euch. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ich sage Tschüssi und ich bin raus. Ciao.